Und es geht auch gleich hier direkt weiter mit unserer kleinen Führung durch das wunderschöne Museum hier. Wo auch immer wir jetzt hier stehen, muss ich mich erstmal orientieren. Wo hat er sich denn jetzt hier... Orientieren ist in diesem Läden hier ja nicht schwer. So. Hier die Treppe hoch also. Nein, die Treppe hoch. Gehst du wohl die Treppe hoch. Gegen ihn kämpfen oder wollen wir es nicht tun? Das ist hier die Frage. Schade, schade, schade. Er hat uns leider nicht ignoriert. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Im Kellerbereich, ja. Ich würde mal sagen, erzähle ich doch mal was dazu. Der Keller wurde 1864 neu gebaut. Nachdem ein Erdbeben das ganze Gebäude hat einsacken lassen, wurde halt verstärkt auf höhere Stabilität geachtet, bessere Außenwände. Und falls man mich eben nicht gehört hat, lag es daran, dass das Mikro so weit unten war. Mann, was stellst du das auch immer um? Ja, du! Wer hatte es denn eben? Haben wir hier irgendwas Interessantes? Einmal hier, das ganze Zimmer wird umstrukturiert. Ha, ein Tresor. Munition, Munition, Filter haben wir. Alles klar. Eine Tür. Wir machen sie auf. Oh mein Gott, wir sind an unserem Zielpunkt angelangt. Das Militärarchiv. Das seit geschätzten 200 Jahren keine Menschenseele mehr betreten hat. Und natürlich alle Schließfächer offen sind. Das ist ganz normal für so ein Archiv. Vor allem, wenn da streng geheime Daten liegen. Und jetzt suchen wir die Daten für die Atomwaffenbasis. Auch nicht. Ist er auch nicht? Ist er auch nicht? Mann, was ist denn das für eine Scheiße hier? Nein. Oh. Auch nicht. Oder doch? Ha! Gefunden! Hä? D6. Wir haben's gefunden. Wir haben tatsächlich gefunden. Wer hätte das gedacht? Jetzt gucken wir zur Tür raus. Und es ist niemand da. Lauf, Junge, lauf! Hallo? Junge, lauf! Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Dann versuchen wir doch mal rauszukommen. Im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Mann, bin ich gut. Oh nein, ein Bibliothekar! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, was das denn für ein Verkehrsraudi? Die Ampel war rot, Arschloch! Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bringe ich dich! Du hast es also geschafft, Artyom! Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein!
Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Hey, wir fahren. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie an. Ja, wir hören mal wieder die einzigste Musik, die es in diesem Spiel gibt. Oh, mein Gott. Dies ist der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas. Außenbasis. Cool. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ja, hau rein. Er wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine Hallo. Wer glaubt, dass dies der Krieg wäre, wer alles beendet. Will keiner was von mir. Mein Flammenwerfer nehme ich. Gib her. Arschgeil. Hi, Artyom. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. So, was brauchen wir denn? Wir klauen uns erstmal die komplette Munition. Da, hinten, nimm das. Schau, ich dachte, hab gerade gehofft, wir können die ganzen Ketten mitnehmen. Gib her. Nehmen wir auch. Weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die sich lange Zeit immer wieder perfekt. Die haben wir schon. Die wollen wir nicht. Ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Gut. Sind wir ja neu ausgestattet. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modellste Militärausrüstung. Immer, wenn ich an diese Tage denke. Wenn wir jetzt noch was haben wollten, haben wir Pech gehabt, denn wir kriegen nichts mehr. Wer ist das? Oh mein Gott, Khan! Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Meinst du? Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Mach es gut, mein alter Freund. Freundchen. Soll ich mit dir reden? Moment mal. Also, ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkommt, aber die sehen irgendwie ziemlich gleich aus. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Sind wir bereit? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja, sind wir. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz. Wo kommen die denn jetzt alle her? Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Steigt auf. Pünktlich zur Halbzeit machen wir uns nun auf. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein. Gut, Zeit den Ofen anzuwärmen. D6. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Thank you.
Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Mit mir stimmt was nicht? Meinst du? Ich komme mir ganz normal vor. Hallo? Nein. Geh weg. Artyom! Wach auf, Artyom! Wach auf! Ob es negativ ist, wenn wir ihm jetzt hinterherlaufen? Artyom! 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 Mehr Riechsalz! Riechsalz? Lecker, lecker! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Ja, Mann, nimm die scheiß Lampe weg. Du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Ja. Also, du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Ja, sei mal ein bisschen vorsichtiger mit mir. Hier ist eine Luftschleuse. Pack mich doch gleich an den Haaren und zieh mich hoch. Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße. Ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Wenn ich will. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir. Erste Diagramm. Und schauen Sie her. Binden wir die Zeichen. Da legen wir die Schalter rum. Etwas 3A nach 2D. Ignorieren. Dinosaurus. Als ob die Anomalie die Monster auf uns zutreibt. War ja klar. Ganze Fahrt über passiert nichts, aber jetzt ausgerechnet jetzt muss die ganze Scheiße hier losgehen. Ne? Was auch immer passiert, ich werde kämpfen, sterben. Brennt, ihr Schweine, brennt! Was geht da wirklich dann einfach? Ja, simpel. Aber du überhitzt das Ding auch mal, oder? Steht jetzt nicht zur Debatte. Brenn! Let's go! Er schaut
Anomalie an. Anomalie! Verdammt! Mach das weg. Beeilung, sonst sind wir tot! Los, aufsteigen! Endlich. Aufsteigen! Das Tor ist auf. Der Junge steckt doch wieder ein, ihr Arschgeigen! Beeilung! Los, los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Aha. Gib Stopp! Ach, Gott sei Dank! Oh, das war knapp. Würde man sagen, gute Technik. Wir haben es geschafft! Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Irgendwas Interessantes hier? Nein. Dann lass uns mal okay, losgehen. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los. Los geht's. Die Katakomben. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Das hört sich gut an. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, nee, legen wir los. Los, los! Ja, das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Ja. Verdammt frei! Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Ja, kommt ihr mal? Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Verderich. Wie Sie sagen, mein General. Das macht mir jetzt schon Sorgen. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Was war das jetzt? Was soll der Scheiß, Leute? Ich gehe nicht. Es ist so dunkel und unheimlich da drin. Wir haben sogar Licht. Nicht sehr viel, aber... Ja, Scheiße! Direkt wieder aufsetzen. Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Auf Stichwort, natürlich. Das ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Wir lernen Abmarsch. Los. Los. Geh ich halt vor. Bewegt euch doch mal! Ach ja.
mehr. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Oh mein Gott, was ist hier los? Ah, wo sind Sie? Wir werden es schaffen. Ich lasse munter, wie wäre es denn mit uns? Sag nochmal, jetzt müssen wir hier mal zum Ende kommen hier. Mach dir mal einen Punktstrich. Jungs, jetzt rein, okay. Schießpause. Denn erst nächstes Mal können wir richtig weiter aufräumen hier.